Vielen Dank an Epic Games, dass sie dieses Video sponsern. Willkommen bei Cayman und Flexi und heute werden wir um 3 Uhr nachts den Grinch und den Weihnachtsmann anrufen. Ihr habt es euch nämlich gewünscht, dass wir heute um 3 Uhr nachts den Grinch und den Weihnachtsmann anrufen. Und wen sollen wir als erstes anrufen? Natürlich den Grinch, Freunde, Mann, den guten Grinch. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden, wir rufen direkt an. Was? Das ist Grinch deine Nummer? 0176 2517 32441, Leute, man, die Nummer, ja, die Nummer gibt es nicht mehr. Ich ruf gleich nochmal an. Schon wieder, Mann, ey, warum geht der nicht ran? Vielleicht hat er sein Handy abgestellt, um Fortnite zu zocken. Stimmt, jetzt ist ja ganz neu draußen Fortnite x Naruto. Denn die neue Fortnite Season 8 Würfelwahnsinn ist endlich da. Und obwohl die Alien-Invasion vielleicht nicht nach Plan verlaufen ist, müssen wir uns jetzt mit einer Monster-Invasion auseinandersetzen. Nach der Zerstörung des Mutterschiffs sind überall auf der Insel Würfel abgestürzt, die das Mutterschiff angetrieben haben. Sie verbreiten Verderbnis und erschaffen Portale zur dunklen, von Monstern regierenden Kippwelt. Kämpfe für das Fortbestehen der Insel. Aber das war noch nicht alles, denn ab heute gibt es das Fortnite x Naruto Bundle. Du wolltest schon immer mal ein echter Ninja sein? Dann hast du jetzt die Chance dazu, denn mit dem neuen Fortnite Naruto Bundle kommen unzählige neue Outfits, wie der legendäre Naruto, Susanoo, Sakura, Kakashi und vieles, vieles mehr. Beende jetzt Kakashis Mission und erhalte unzählige Belohnungen. Und wenn du ein glänzender Shinobi werden willst, brauchst du die richtigen Ninja-Werkzeuge. Für eine begrenzte Zeit wirst du explodierende Kunai als neue Waffe im Spiel finden, die du auf deine Gegner werfen kannst. Besuche dazu einfach Kakashi, um diese furchterregenden Waffen zu erhalten, oder finde sie in Truhen. Aber das war noch längst nicht alles, denn Fortnite x Naruto bietet noch viele neue Glider und Emotes. Und wenn du jetzt mit mir und Flexi zusammen Fortnite zocken willst, klicke auf den ersten Link in der Beschreibung und holt euch das neue Fortnite x Naruto Bundle. Also, worauf wartest du? Wir sehen uns in Fortnite. So was Krasses gab's noch nie! Fortnite x Naruto, also holt euch jetzt die neue Fortnite Season 2 Würfelwahnsinn! Der erste Link in der Beschreibung oder im Kommentar. Mann, lass uns jetzt den Weihnachtsmann rufen, den wollten wir sowieso anrufen. Stimmt, vielleicht hat er die neue Nummer vom Grinch. Es klingelt, Leute, Mann, wir blenden euch hier drüben ein. Ihr seht den Weihnachtsmann hoffentlich gleich. Gib einen Daumen nach oben für den Weihnachtsmann. Heftig. Weihnachtsmann! Hier ist Cayman und Flexi! Was, wir? Ey, krass, was machst denn du um 3 Uhr nachts noch wach? Pack schon mal ein, ich muss mich doch vorbereiten. Weihnachten steht vor der Tür. Sag mal, wart ihr auch brav in hier? Natürlich waren wir brav. Wir hoffen, du bringst uns richtig gute Geschenke. Ja, da seid ihr mal schön gespannt. Ich glaube, eure sind schon fertig. Oh, danke dir, Weihnachtsmann. Wir rufen noch aus einem Grund an. Weihnachten ist ja bald, da freuen wir uns richtig drauf. Aber wir wollten dich fragen, ob du uns die Nummer von Grinch hast, weil die geht nicht mehr ran, die alte Nummer. Grinch? Ja. Habt ihr das gar nicht mitbekommen? Was denn? Ja, also, fällt mir schon, aber, also, ich hab bei ihm angerufen und hat sich gezeigt, er ist jetzt nicht mehr so, wie er früher war. Was heißt es? Er ist nicht mehr so wie vor einem Jahr. Wie ist er schlimmer geworden? Ist er krank oder was? Ja, er will Weihnachten wieder zerstören. Er ist so wie früher. Ganz früher. Also, du meinst ein richtig kranker Psychopath, der alles kaputt macht, unser Fest der Liebe zerstört und Kinder ärgert? Er hat mir ganz schön Angst gemacht, wenn ich ehrlich bin, liebe Leute. Also, eigentlich ist das zu hardcore für euch. Ich glaube nicht, dass das was wäre so. Er war fast schon krank am Telefon. So. Ich habe echt Angst gehabt. Also Weihnachtsmann, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, wir sind für dich da, ne? Du kannst auch jetzt kommen, auch wenn nicht Weihnachten ist. Komm vorbei, irgendwas. Kein Problem. Ich darf dich doch nicht in der Öffentlichkeit zeigen, Jungs. Das ist gefährlich. Stimmt, ey, okay. Aber dann umso wichtiger, dass wir den Grinch anrufen und mit dem reden. Genau, vielleicht wir probieren. Könntest du uns die Nummer schicken? Wärst du so lieb? Also wenn ihr meint, ihr könnt irgendwie mit ihm sprechen und ihr es irgendwie klärt, ich schicke euch die Nummer in WhatsApp, okay? Danke, Bruder, Mann, du bist der Beste. Aber seid vorsichtig, wirklich. Okay, ja, sind wir. Dass er irgendwie nett ist. Nee. Das ist nicht mehr so wie früher. Okay. Richtig, alles klar, Weihnachtsmann, Mann. Santi, Manti. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wir hören uns, sehen uns bestimmt wieder. Boah, hat euch zu viel gelacht. Leute, man, habt ihr das gehört, Mann? Wie krank ist der drauf? Der ist richtig verstört. Der hat richtig
Angst vor Grinch. Sagt kann der Weihnachtsmann. Sein? Wir müssen es jetzt selber testen. Wir haben jetzt die neue Nummer. Mhm. Und jetzt geht's erst richtig los, Mann. Perfekt. Er schickt sie uns jetzt gleich. Und wenn wir sie haben, Leute, Mann, dann rufen wir sofort den Schaltet Grinch auf keinen Fall ab und gebt jetzt einen Daumen nach oben und schreibt mal jetzt in die Kommentare, was könnte mit Grinch passiert sein. Perfekt. Alles klar. Setzt uns fix auf. Ihr seht es wieder drüben. Wir blenden es euch ein, Mann. Los, geh ran, geh ran, geh ran. Komm schon. Es ist halt 3 Uhr. Heftig. 3 Uhr. Grinch! Hey Grinch! Hier ist was wir! Das wer? Ja? Verpisst euch, woher habt ihr meine Nummer? Vom Weihnachtsmann! Weihnachtsmann, ja? Komm, verpisst euch! Hä? Was? Was? Hallo? Er hat einfach aufgelegt, Mann. Was geht denn jetzt ab, Alter? Das war aber kein tolles Gespräch. Der ist richtig aggressiv. Der Weihnachtsmann hat doch gesagt, er hat uns gewarnt, Mann. Stimmt. Weißt du was? Und du hast es ihm auch noch verraten, dass wir die Nummer vom Weihnachtsmann haben. Leute, Mann, wir rufen ihn einfach wieder an. Let's go. Krank, wie aggressiv der war. Was geht? Da ist er. Warum legst du auf? Seid ihr schwer von Begriff, oder? Was geht bei dem ab, Mann? Alles cool, Mann? Chill doch. Was cool, Mann? Halt die Fresse, Alter. Junge, Junge, Mann, wie redest du? Dann komm ich sofort vorbei, okay? Bleib mal hier. Ja, bleib mal ganz gechillt, Alter. Was willst du von uns? Hast du mich verstanden? Nicht nochmal anrufen, ja? Nicht nochmal anrufen. Hä, wieso denn? Was Warum hast du denn, ey? Ohne Witz zu tun? Kranker Typ, Mann. Chill doch mal dein Leben, Mann. Wir wollten mit dir chillen und... Wieder aufgehen. Da sind jetzt so Gespräche mit dem. Was er sagt, das F-Wort, Mann. Dann weißt du was? Er hat gesagt, wir sollen nicht mehr anrufen, Flexi. Was hältst du davon, wenn wir in diesem Video eine Challenge in der Challenge machen? Wir rufen den so lange an, provozieren ihn, Mann. Was soll der machen? Wir sind zu zweit, der ist alleine. Es ist 3 Uhr, ich bin wach. Das ist der blöde Grinch. Und wenn er so drauf ist, wird er erst richtig genervt hier. Komm, wir rufen den gleich an, ey. Number 3. Dritte Mal, auf geht's. Ihr seht, es klingelt wieder. Krasser Typ, Alter. Aber er muss auch rangehen. Ich hoffe, er geht ran. Was ist, wenn er nicht mehr rangeht? Ja, hallo. Grinchy. Ich komme. Wohin kommst du? Wohin denn? Ich komme jetzt zu euch. Okay. Nee, kommst du nicht. Wir rufen dir gleich nochmal an, Leute. Das vierte Mal? Wir nerven Telefonterror. Wir machen es andersrum mit dem Spiel so. Aber ich glaube, die Challenge ist jetzt damit vorbei. Nee. Gleich nochmal? Komm, nochmal. Eine Chance gebe ich ihm noch. Eieiei, aber krass. Der ist ja richtig krass drauf, Mann. Junge, Junge, hättet ihr gedacht, dass der Grinch so ist, Mann? Nee, ich nicht. Weißt du, im Sommer ist er gut drauf. Jetzt, kurz vor Weihnachten. Und jetzt, ja natürlich, aber ich muss sagen, der macht ja auch immer das Weihnachtsfest kaputt. Der aber dass er auch ran, so Mann. Drauf ist, der geht nicht mehr ran. Aber was war sein letzter Satz? Der kommt. Er kommt. Gib mal einen Daumen nach oben jetzt dafür, dass wir ihn so lange genervt haben, diesen Grinch. Was will er? Ich hab gesagt, ruft nicht nochmal an! So fucking Argo, wo seid ihr, ihr Penner? Ich will nur schlafen, Alter. Ich glaub, ist da Flexi, Mann? Ich glaub, der Grinch ist nicht. Ist er da? Chill mal, hallo! Wie schnell war der? Alles. Ich hab euch gesagt, man ruft nicht mehr an, okay? Aber was machst du denn hier? Ihr ruft dreimal an, was wollt ihr von mir, ihr Penner, Alter? Bleib mal kurz, es ist Test, Alter, das war nur ein Joke. Das war nur ein Joke, man, soll ich das machen, oder was? Du kannst doch weiter schlafen, einfach. Ist doch Ja, ich kann mal dein Leben. Oh, ich verbrochen, oder? Der Idiot, Alter. Oh mein Gott, dieser Grinch. Ich frag mich echt, wo die hinwollen, Mann. Das hier ist deren Hauptquartier. Ganz ehrlich, ich warte einfach auf die. Die kommen sowieso zurück, Mann. Stell Flex, die waren so ein Idiot, Alter. Du, ey. Moment mal, da ist er ja. Grinch! Grinch! Yo, und ich bin hier, okay? Das ist euer Hauptquartier, gehört jetzt mir. Grinch, wir holen Verstärkung! Es wird ein richtiger Nachbarschaftsstreit entstehen, das verspreche ich dir. Keine Chance! Verstärkung? Ihr Waschlappen, Mann. Ich bin hier im Hauptquartier. Kommt nur her, Alter. Ich bin bereit. Alles klar, wirst schon sehen. Ciao. Tschüss, alle. Komm mit, Tom. Wir gehen von vorne rein und rufen Weihnachtsmann an, oder? Der ist so verrückt, dieser Grinch, Mann. Die denken wirklich, die können es mit mir aufnehmen, Mann. Die denken wirklich, dass wenn die ein paar Leute haben und so, dass die gegen mich eine Chance haben, Alter. Die wissen ganz genau, ich habe immer an Weihnachten richtig kranken Scheiß gemacht und die Geschenke geklaut. Das werde ich diesmal wieder machen. Leute, Mann, wir werden das Weihnachtsmann anrufen als Verstärkung. Hoffentlich geht der ran, weil wir müssen irgendwie Grinch besiegen, anders geht's ja nicht. Wohin ist er rangegangen? Ich hoffe, er geht ran, er muss da sein. Außer er packt Geschenke ein, man weiß es nicht. Hat er was zu tun? Hoffentlich. Oh, besetzt. Wieso besetzt? Weiß ich auch nicht, warum ist der besetzt? Weißt du was? Ich schreib ihm das SMS. Ganz genau, schreib ihm doch einfach. Weihnachtsmann, wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Komm bitte vorbei. Perfekt, Leute. Zum Glück gibt es diese Sprachfunktion bei Siri. Geht abschicken, einfach, Leute. Ne? Ist abgeschickt, Mann. Jetzt müssen wir hier nur noch warten. Nur noch warten. Kommt. Ich hoffe, er kommt auch. Egal, wir schaffen das.
Boah, ey, ich sag's so, ey, ich hab lange nicht mehr so gut geschlafen, Alter. Boah, das war richtig nice. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war so ein geiler Schlaf, Alter. Boah, das ist echt dieses Hauptquartier, ey. Was wie, Alter. Aber ich sag's so, ey, ich chill jetzt noch ein bisschen weiter. Ich glaub, die Jungs, die kommen noch. Wenn die zurückkommen, Alter. Die sagen ja, die haben dann so ihr Team und so, die wollen richtig Stress machen, Alter. Digga, ich hab hier Lucky, ey. Und dann werden wir mal sehen, Alter. Ihr kommt doch hier, Alter. Zeigt mir, was ihr könnt, ihr Penner. Wo bleibt denn der? Oben, vielleicht, der kommt da rein. Oh mein Gott! Hey. Weihnachtsmann, schön, dass du so schnell gekommen bist, grauer alter Mann! Was wie, meine Freunde? Hallo! Hallo Flexi, hallo Cayman! Hallo Weihnachtsmann, danke, dass du gekommen bist. Drin im Hauptquartier ist der Grinchmann und er lässt uns nicht mehr rein oder keine Ahnung, kannst du ihn rausholen? Ich hab mich schon vorbereitet. Der Sack ist nicht für die Geschenke, der ist nur für den Grinch gedacht. Schade, Mann, also ist hier kein Fortnite X Naruto drin. Nein, hier noch nicht, aber wie gesagt, zu Weihnachten, mein lieber Freund, gibt es ja Geschenke. Okay, perfekt. Also sollen wir mit reinkommen oder nicht? Nein, ich gehe alleine rein, das ist mein Kampf. Ich muss da jetzt rein, ich muss das klären. Alles klar, Weihnachtsmann, perfekt. Okay, Freunde, ich komm dann zurück zu euch, es dauert nicht lang. Wir drücken dir die Daumen, viel Glück. Ho, ho, ho. Hey, das Hauptquartier gehört was mir mal, ha? Du willst kämpfen, ja? Wie früher, ja? Ich sag dir was, Junge. Du hast noch nicht gesehen, was jetzt gleich kommt, okay? Aha, ich sehe, du bist bereit. Einkommen und tschüss, auf! Ho, 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 okay, und jetzt kommst du mit mir mit. Ja, genau. Wir haben noch kein Weihnachten. Also komm mit mir. Ho, ho, ho. Oh mein Gott, Weihnachtsmann, hast du es etwa geschafft? Ja, lass uns tanzen. Alles klar.